doors down, pedal to the sneakers, turn up the volume, blow out the speakers, best clothes on, going down on fire, turn the lights off, turn the music higher. I broke free, cast away, won't find me, and now you're never gonna break me down, gonna break me down. This is all I can take, so farewell, 'cause you're never gonna find me now, gonna find me now. Ah, okay, dahin. Ah, da. Also. Ah, da. Unser Feuer. Das finde ich gut und das ja. Ich glaube, ich nehme erstmal die Überlebenskunst. Kann ich noch eins machen? Nee, kann ich nicht mehr. Okay. Zurück. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Du willst jetzt echt losgehen? Nee, ich will jetzt nicht, ich hab schon... Musik. Müsste ich denn jetzt eigentlich hier lang, ne? Wieso müssen wir jetzt im Dunkeln rumlaufen? Huch! War doch vorher zu. Hallo? Ist jemand hier? Vielleicht der hier lang. Okay. Verdammt. Geh da lieber nicht runter.
wieder so ein Angsthase. Was sind das für Zeichen? Leiser singen. Hier kommen welche Kopfschmerzen. Hallo, der Tisch muss doch jetzt abzackeln. Diese traditionelle No-Maske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Interessant. Sieht doch voll hässlich aus. Ich brauche was zum Aufstemmen. Was von ihr vielleicht? Ah, das sieht ja grauenhaft da drin aus. Das ist ein Stück Mensch. Meine Güte. Was ist denn zum Aufstemmen? War doch gerade was. Oh nein. Sag bloß, die ernähren sich von Menschenfleisch. Macht das aus. Controller wäre das bestimmt anders. Oh, das wird dunkel. Und Wasser. Ihr liebt Wasser, oder? Oh, immer wenn ich so mache, dann erschrecke ich mich voll. Dann zucke ich voll auf. Ich denke, da ist was. Okay. Ah, da muss ich hoch. Das finde ich aus. Was war das? Sam? Wir sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Juhu, wir sind nicht mehr alleine. Schon okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Ich traue dir nicht, das alles hier ist so nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte.
Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Ich hab's gewusst. Ich hab's denn eh nicht getraut. Hat sie bestimmt jetzt gefressen. Oh nee, bitte nicht. Sag nicht, ich muss jetzt so schießen. Schieß doch! Oh. Na komm, sichert euch alle an Heligen! Oder so! Ich muss gleich niesen. Mitten ins Gesicht. Lass los! Oh. Alles gut, mein kleiner Vogel? Oh, wie süß. Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir? Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Ralph? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Roth, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe. Ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Okay, wir müssen mit diesem Honky hier zu Roth oder so. Du bist okay? Ja, ich muss mich nochmal kurz ausruhen. Ja. Wieso nimmst du denn nicht die Pfeile von den Hunden mit, mein Wolf? Ich habe gedacht, der geht vielleicht auf dem Weg drauf und wir kriegen seine Klappe. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Der haut bestimmt ab. Nicht so schlimm. Wieder was machen? Nee, leider nicht. Was ist das? Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Ja, schöne Geschichte. Was ist denn sonst noch was? Nee, warte mal, bevor wir da runtergehen.
Der ist doch hier lang gelaufen. Ah, hier, Pfeile. Die einfach nur hier rumliegen. Na, nimm. Wesentlich, ist voll. Eine Kiste. Zu schwach. Okay, die Achse ist nicht stabil. Lara! Hier oben, ich hab was gefunden! Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf! Da ist ein großes Tor! Oh, das sieht ja nicht einladend aus hier. Nein! Oh nein! Oh mein Gott! Reicht jetzt hier. Ich will jetzt weiterlaufen. Ich muss vor den Wölfen warnen können, dass du... Okay, ist voll. Alles frei, Lara, komm rauf! Was ist das? Die sind fasziniert. Ich hab das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Weiter. Ich komme hier kaum zum Reden, weil hier die Story schon das funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr. Okay. Haut ab! Na komm schon. Die ganzen Tiere einfach mal so eben. Okay. Wölfchen, wo bist du? Ach, der. Wusste ich gar nicht, dass ich dadurch jetzt einfach nur Punkte kriege. Dann mache ich das jetzt immer die Tieren jagen. Was ist das da? Warte mal. Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus.